Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outcast 2, A New Beginning. Ja, wir haben schon wieder hier das doppelte Lottchen hinter uns. Wir müssen irgendwo da reinkommen. Ich weiß nicht, gibt es hier einen direkten Eingang? Kann ich hier rüber reingehen? Ich bin mir nicht sicher, weil es sehr tief liegt. Komme ich hier rein? Natürlich komme ich da nicht rein. Wer hätte auch erwartet, dass es anders ist? Hier ist eine Tür, da werde ich wahrscheinlich auch nicht durch können. Genau. Dann nehmen wir doch den Haupteingang. Na endlich. Hast du kurz Zeit? Die Almai. Ja, was ist mit der Almai? Ich habe die Quelle gefunden und die Brunnen freigemacht. Aber Nephiim glaubt, das wird nicht reichen. Du müsstest zusätzlich noch singen. Sie bittet um ein Läuterungslied. Mist, ich habe den Namen vergessen. Weißt du, was sie meint? Ja, beim Katamonlied geht es um Reinigung. Höre auf die Worte. Okay, die Worte können wir jetzt leider nicht hören, weil ihr wisst ja, aus lizenzrechtlichen Gründen. Aber wir stellen uns einfach vor, dass da feenhafte Töne mit drin sind und sie singt ja selber offenbar nicht. Gott, sie hängt hier wie so ein Zombie hinter mir. Kann man sie noch ansprechen? Ist sie noch ansprechbar? Ist alles in Ordnung? Du wirkst noch ernster als sonst. Die Dissonanz der Almayel ist ein Zeichen des Sankra. Zum ersten Mal in der talanischen Geschichte sind die Milea-Lieder halb gesungen. Was ist mit deiner Schwester? Hat sie ihre Stimme verloren oder so? Sie hat andere Sorgen. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich werde es, glaube ich, nie verstehen. Von wegen, sie hat andere Sorgen. Sie interessiert sich gerade nicht für das doppelte Lottchen hier. Treppen runter. Ach so, das ist die eine, mit der ich sprechen muss, ne? Ja, genau. Alles erledigt. Hi, Nephiim. Wie laufen die Vorbereitungen? Pass auf, ich habe meine Meinung geändert. Ich helfe dir dabei, die Blumen zu gießen und so. Oh nein, das ist nicht mehr nötig. Ishana hat Hausarrest und wird das zusammen mit den anderen Kindern machen. Das wird ihnen eine Lehre sein. Gießen wir sie gemeinsam. Was meinst du? Bist du sicher? Das war schon, oder was? Keine neue Aufgabe, nix? Nicht mal Blumen gießen, irgendwie? Gar nichts? Ach Leute, ernsthaft? Moment, ich habe jetzt noch einen grünen und einen roten Ring hinter mir. Die Frage ist jetzt... Verfügbare Mission. Musikalischer Genuss, Mission verfügbar. Romantisches Dinner. Das habe ich gemeistert. Mission verfügbar. Rückkehr der Ausgestoßenen. Haben wir da eigentlich alle Bedingungen für erfüllt? Ich glaube noch nicht. Ne? Nee, da brauchten wir das weiße Helium. Das war's. Da müssen wir natürlich noch ein paar andere Dörfer hier vereinigen. Und Getränke organisieren und Essen sammeln. Machen wir das doch einfach mal. So läppische Aufgaben, die ich hier machen muss. Aber werden wir schon irgendwie hinkriegen.
Frage ist nur, wo muss ich hin? Ja, du mich auch. Das ist nicht hier auf dem Kreis drauf. Muss ich die jetzt hier gießen? Nee. Die kann ich alle ernten. Ach. Ich habe keine Ahnung, was ich da bekomme, aber das ist ja cool. Oben sind auch noch welche. Gehen wir doch gerne an. Hallo, nein. Ich habe ein paar Fragen. Nein, hast du nicht. Oder? Was ist das Okerstock? Ich weiß es nicht genau. Frag die Erwachsenen. Ach so, das war's. Erzähl mir etwas über Kisa. Ist es nicht der beste Ort auf Adelpha? Für mich schon, denn ich war nie irgendwo anders. Den ganzen Mond lang können wir mit unseren Makari spielen. Seren meint, man sollte es genießen, solange man kann. Wir sehen uns. Das war doch die Stimme von der Almayev, oder nicht? Nur verstellt. So, ich habe keine Ahnung, wie viel ich davon aufnehmen kann oder sollte oder weiß ich nicht. Ist das vielleicht die andere Quest, die ich machen soll? Das kann natürlich auch sein. Oh. Moment, da schaue ich mal eben nach. Ich hab's irgendwie so ein Gefühl, dass wir nämlich jetzt gerade... Hä, wieso kann ich... Achso. Nämlich gerade die andere Quest am machen sind. Nee, Getränke organisieren. Nach Pylam fragen. Aber wieso ist das eine in der Mitte und das andere... Nee, die haben wir doch gerade eingesammelt, oder? Die süße Aroma begeistert die Talana, auch die Kinder. Weil das jetzt höher gegangen ist, meine ich, mit Essen sammeln. Oh, da wollte ich eigentlich rein und mal gucken, was ich da machen muss. Aber gut. Vom Unterricht überzeugen, lernen und spielen. Das müssen wir auch noch machen, genau. Ja, das mit den... den Pflanzen. Ich meine, aber die haben irgendwas gesagt, dass ich die einsammeln soll. Bin mir nicht sicher. So, die Frage ist jetzt, es geht jetzt hier raus. Wo soll man denn hier hin? Nach Emea. Nee, ach hier, Schnellreise. Manchmal sollte man einfach im Bett liegen bleiben. Turat sorgt sich um das Budget. Ihre Befehle lauten, hier Ressourcen zu sammeln, nicht sie in einem sinnlosen Konflikt zu verschwenden. Ich stehe hinter meinem Bericht. Keine Kürzung der Militärkosten. Wie laufen die Verhandlungen mit der einheimischen Bevölkerung? Ich habe mich extrem bemüht. Aber wir wurden jedes Mal abgewiesen. Tatsächlich... möchte ich mehr Verstärkung anfordern, um Aufstände im Keim zu ersticken. Sie haben einen kostbaren Konvoi verloren, General. Einige hier hegen Zweifel an der Führung, die zu diesem Desaster geführt hat. Das war technisches Versagen und ganz klar ein Einzelfall. Steht alles in meinem Bericht. Ich versichere Ihnen, die Situation ist unter Kontrolle. Es wird immer heißer. Bald gehen dir die Ausreden aus, General. Ja. Jetzt will der auch noch neuen Nachschub haben. Das ist natürlich... Wie geht's, Mor? Hast du schon neue Pflücker gefunden? Keinen, der so gut ist wie Dark. Jemand in Kisar bat mich, die Insel mit genügend Morax für das nächste Okerstock zu versorgen. Kannst du mir dabei helfen? Okerstock? Ist eine Weile her. Doch wenn Kisar ruft, sollten wir antworten. Steig in die Wipfel und pflück, was du brauchst. Okerstock ist ein gutes Zeichen dafür, dass sich langsam alles wieder normalisiert. Wenn du das sagst. Natürlich könnte es auch sein, dass alle Männer und Frauen zugleich abgeschlachtet werden und den Kindern ganz zu schweigen. Das Ende der Talana. Hoffentlich beschützt der Speer uns alle auf der Insel. Wie alt bist du? Man fragt einen Talana nicht nach seinem Alter.
Sei froh, dass ich Leute ohne Manieren gewohnt bin. Ich wurde in den Wipfeln erzogen, hoch oben bei den Ungebildeten. Ich habe mich runtergearbeitet und inzwischen bin ich ein stolzer Bodenbewohner. Aber wie sagt man noch? Auf dem Boden warten die Probleme. Da geht es alleine um das Wohl von dem Meer. Ich weiß. Was ich seiner Tochter angetan habe, tut mir leid. Sie gehört zu unserer Gemeinschaft. Sie ist eine Bewohnerin Imeas, so wie ich. Doch einige werden das nie verstehen. Was kannst du mir über Sotil erzählen? Falls du Arbeit suchst, zeig ihm deine zarten Hände. Warum rekrutieren wir nicht Azan? Azan ist zu alt für die Ernte. Ich habe 99 Probleme, Bruder. Was ist deins? Meine Arbeiter werden jeden Mond älter. Und alte Arbeiter haben mehr Unfälle. Vor 2 Monaten verlor einer meiner besten Arbeiter auf dem Baum da drüben den Halt. Er stürzte und wurde mitten in einer Gruppe von Leuten umgekehrt. So ein Unfall ist für junge Rekruten nicht gerade ein Ansporn zum Arbeiten. Was zeichnet einen guten Pflücker aus? Ein guter Pflücker sollte jung, schlau und flink sein. Ein großartiger Pflücker muss von den Jots gesegnet worden sein. Doch jung und gesegnet sind in Emea nur wenige. Sehr wenige. Dark ist einer davon. Es gibt sicher andere wie ihn, oder? Unser Anführer Hatzo ermutigt die Jüngeren im Norden, ihr Glück zu versuchen. Ich sagte ihm, dass es dort viele Invasoren gibt. Doch unsere Wirtschaft ist ihm egal. Steht Nemet auf deiner Seite? Er ist ein weiser Schamas. Und er ist es leid, dass alte Pflücker hinabstürzen und wie reife Moraks zerplatzen. Nemet weiß, dass mehr Jünglinge in den Bäumen zu wenige Heilungszeremonien auf dem Boden führen. Bis später, Mor. Viel später, okay? Ja, gucken wir mal. Also, wir können jetzt, ja, wie auch immer, hier pflücken gehen. Gib dich zu den Ort, der markiert ist. Ja, die sind ja lustig. Das ist doch hier. Die Frage ist nur, was müssen wir jetzt machen? Müssen wir jetzt irgendwie nach oben in die Bäume? So viel habe ich schon verstanden. Aber wo genau? Weil hier ist nichts markiert. Und wie sieht das jetzt genau aus, was wir jetzt holen müssen? Das sind ja offenbar nicht die Früchte, weil sonst hätte ich die ja von unten auch holen können. Habe ich mich gerade schon. Hallo? Ja, wieso fliegt der nicht mehr? Was war das gerade? Er hat gesagt, ganz oben in den Baumgipfeln. Natürlich stürzt er jetzt ab. So. Oder kann ich das eventuell nur mit dem einen, mit dem kleinen, also mit dem kleinen, mit Gertrude hier, mit unserem Kumpel machen? Was war das hier? Alles voll. Ja, ich hab's nicht. Okay. Muss ich echt noch höher? Ja, das Problem ist halt, es wird auch nichts markiert. Wenn ich jetzt scanne, da oben. Oder sind das die gelben? Das würde aber heißen, dass da oben auch was ist. Und das würde, glaube ich, heißen. Nee, unter mir war nichts. Nee. Dass ich dann quasi komplett auf der anderen Seite bin. Ist hier auch was gewesen?
5 Stück muss ich holen. Muss ich die abschießen? Kann das sein? Scheint eher nicht. Soll ich die denn da runterholen? Mitten im Flug beim Springen oder was? Oder muss ich das doch mit dem einen machen? Ja, natürlich stürzt er jetzt ab. Hm. Schauen wir mal, ob wir das hiermit vielleicht besser hinkriegen. Wobei hiermit sehe ich jetzt irgendwie gar nichts mehr. Ich kann auch nicht scannen, wenn ich da drauf bin, oder was? Wo haben wir das denn jetzt gesehen? Da hinten? Nee, das ist ganz schnell raus. Das kann es nicht sein. Der hier war das, ne? Hallo? Man kann da einfach mal stehen bleiben. Ich muss die Dinger doch pflücken. Hallo? Ich muss da erstmal gucken, da unten sind die. Aber da komme ich so nicht ran. Och nee, komm. Also ich muss tatsächlich überall einfach runterknallen. Mal mit U drücken, das hat jetzt geholfen. Oh, das ist aber echt ätzend. Hinten habe ich noch welche. Da ist wieder einer. Okay. Einen habe ich noch bekommen. Sehr schön. Da sind welche. Da ist, glaube ich, einer drauf. Kann das sein? Moment. Wo habe ich dich denn gerade gesehen? Er ist doch nicht da drauf. Aber hier oben drüber hängen noch welche. Die könnten wir vielleicht mit ein bisschen gut düngen. Einen haben wir. Sehr schön. Oh. Mein Gott. Was heißt zum Lager? Zum Lager drüben oder zum Lager... Moment, wo ist das denn? Hier, bei den Kisar, oder? Ja, ja, bei denen muss ich das machen. Okay. So, wenn wir jetzt noch das Lager finden, dann ist alles gut. Dann haben wir den Teil auf jeden Fall schon mal erledigt. Es hat sich auch nur um Stunden gehandelt. Moment, die können wir nochmal eben mitnehmen. Ich habe ja immer noch keine Ahnung, was wir da eigentlich machen. Leorat oder so. So, wo ist das Lager? Da unten ist es, okay. Das nehmen wir auch mit. Die Frage ist jetzt, ist das drinnen oder draußen? Wahrscheinlich drinnen, ne? Oder? Oder ist es hier... wahrscheinlich unter mir, oder? Moment mal. Halt!
Hi, Nephilim. Wie laufen die Vorbereitungen? Tja. Bis dann, Nephilim. Mögen die jetzt mit dir sein? Die Vorbereitungen an sich laufen gut, wenn ich denn wüsste, wo ich die Dinger hier abliefern soll. Ach, hier. Ah. Das wird genug Morax für ihre Okastock-Party sein. Warum steht da jetzt wieder 5 von 10? Das ist doch dämlich. Dann hätten sie direkt von Anfang an sagen sollen, dass ich eigentlich 10 gebraucht hätte. Die Frage ist, wofür brauche ich 10? Also ich vermute mal, man kann jetzt nochmal 5 da reintun, damit man dann nochmal Neues von diesem blauen Zeugs hier kriegt. Hi, Nephilim. Wie laufen die Vorbereitungen? Sind das genug Morax für dich? Wenn du sie nicht alle aufisst und welche für die Gäste übrig lässt, sollte es reichen. Bis dann, Nephilim. Mögen die jetzt mit dir sein. Ja, dann haben wir den Teil schon mal hinter uns gebracht. Das ist sehr, sehr gut. So, Essen sammeln. Da kann man also quasi nochmal 5 mehr sammeln, muss man aber nicht unbedingt. Getränke organisieren. Ach, Moment, das Pilam. Marzo danach fragen. Könnte man das nicht ordnen? Ordnen. Orten meine ich. Mission ansehen, orten. Ja, das dachte ich mir nämlich schon. Und das ist jetzt genau das, wo wir kein Tor zu haben, ne? Und was ich nicht mehr finde, war das Bida oder war das... Nee, das war doch Bida, oder? Weil das Blöde ist halt, es ist alles blau eingekreist. Was ist mit dem hier eigentlich? Dorf des Wissens, okay. Eine Prioritätsmission ist verfügbar. Sprich mit Marzo, um mehr über Pilam zu erfahren. Aber ich meine, das wäre in Bida gewesen. Oder ist das... Nee, Geheimnis finden. Ich gehe jetzt mal nach Bida. So. Oder auch nicht, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Ah, okay. Er hat es mir zwar jetzt nicht gesagt. Aber ja, es ist hier. Hi. Ziemlich schick. Du kommst offenbar nicht aus der Gegend. Also sollte ich jetzt wohl sagen, willkommen in Bida. Ich bin Marzo. Willst du unser planetenweit berühmtes Pilam trinken? Ich sollte bei der Arbeit nicht trinken. Es erfordert Konzentration, Invasoren zu vermöbeln. Wow, Invasorenarsch. Okay, wenn du treten willst, was machst du dann hier? Willst du zuerst stärker werden? Ein paar Bombas hüten oder so? Verhindere unser aller Untergang. Das haben mir eure Jots aufgetragen. Also sollte ich die Invasoren wohl loswerden. Einen nach dem anderen. Und zwar mit Gewalt. Gewalt habe ich drauf. Wenn du auf einem Kreuzzug bist, halte ich dich nicht auf, Freund. Halt bloß meinen jungen Mirko da raus. Er wäre sofort dabei, aber ich brauche ihn hier. Ja, da haben sich 2 gefunden, glaube ich. Wie kommst du mit den Invasoren zurecht? Ihre verdammten Bohranlagen scheuchen die Garundas auf. Das ist ein großes Problem. Wie soll ich etwas ausliefern, wenn meine Lieferanten gefressen oder zerschmettert werden? Ich muss meinen Lieferplan einhalten. Es wird aber immer schwerer. Erzähl mir über Saleb. Er ist der Schamas von Zappa. Sehr individuell. Er leitet eine kleine Gruppe, den Ventilopenclub. Hoffentlich hat Saleb für die Verzögerung Verständnis. Und zahlt den vollen Betrag an Sorkins. Bei der derzeitigen Wirtschaftslage kann ich keinen Rabatt geben. Erzähl mir über Mirko. Mein Sohn. Super schlau. Doch seine Begeisterung für das Familiengeschäft lässt zu wünschen übrig. Ich brauche den Jungen hier. Er möchte lernen, doch in Bida gibt es keine Schule.
Für die Garundas hast du nicht viel übrig, oder? Bist du diesen J-verdammten Würmern unterwegs etwa nicht begegnet? Mann, vielleicht mögen sie dich nicht. Du solltest meine nächste Lieferung bewachen. Wie gefährlich sind die? Im Vergleich mit was? Der Nekarpest? Mit Burgots im Schritt zu jonglieren? Es gibt nichts, was gefährlicher ist, du Trottel. Garondas sind die Art von Bestie, die unter der Erde bleiben sollte. Doch diese Bohrstationen scheuchen sie auf. Jetzt schießen sie an die Oberfläche und fressen Bonbars, Talana und was auch immer sie sonst finden können. Was ist ein Bonbar? Das Dorf ernährt sich von ihrem Fleisch. Aber durch diese Garondas sind sie vom Aussterben bedroht. Du solltest mit Osak sprechen. Er ist der letzte Bonbar-Hüter in Bida. Alle anderen werden von den Garundas verdaut. Ich brauche schnell einen neuen Schwung Pieler. Es ist für das Okastok-Fest. Okastok? Dann geht es aufs Haus! Ich kann das Fest kaum abwarten! Das ist die beste Nachricht seit hunderten Monden! Rock'n'Roll. Schickst du es dann rüber? Klar! Die Reise nach Kisar wird lang, da du das Pilam nicht durch die Daokas transportieren kannst. Mein Junge Mirko wird alles vorbereiten. Ach, was ist denn das für ein Knuffel? Gottverdammte Bonbars! Ständig im Weg! Jetzt komm schon! Aus dem Weg! Husch, sagte ich! Hallo! Sprichst du mit meinem Tornhaar? Nein, ich... Hör mal, Osak. Ich muss dringend etwas abliefern. Machst du den Weg frei? Ich versuch's. Doch irgendetwas macht diese Bonbars unruhig. Da kann ich nichts machen. Das ist dein Job, nicht meiner. Los doch, ihr habt ihn gehört. Gehen wir hier lang. Lass das Pilam vorbei. Na los. Nicht da lang. Hier lang. Dreht euch nicht um. Hört gefälligst. Das dauert zu lange. Aus dem Weg! Push! Kannst du mir wenigstens irgendwie helfen? Ah! Osak, das Stampfen! Mach, dass es aufhört! Ich kann nicht! Das machen Bonbars nun mal! Wie sollte ich sie denn... Oh nein! Garunda! Ist er weg? Goyot! Nimmt mein Phantasma an! Steh nicht rum! Lauf! Husch! Los jetzt! Husch! Ah! Husch! Wo willst du hin? Husch! Komm zurück! Gottverdammter Garunda! Das Monster hat alle gefressen! Ja, meine Mission ist dann damit abgeschlossen. Ich habe ihn nach dem Pilam gefragt. Allerdings hat das Ganze nicht ganz so funktioniert, wie es sollte. Ich habe gerade schon einen Moment Schiss gehabt, dass ich jetzt mit dem Viech kämpfen muss und das jetzt irgendwie so ein Bosskampf oder sowas wird. Ja, ich würde sagen, dann machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und schauen dann in der nächsten Folge, wie wir das Pilam-Problem lösen können. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge.
Ciao.